early this Tuesday morning, the 11th of September, 2001. Al, it is such a pretty morning, isn't it? Perfect fall morning. Am 11. September 2001 hat sich die Welt verändert. Das Land der Freien ist nun zum Land der Versklavten geworden. Die Menschen in unseren einst herrlichen Vereinigten Staaten haben ihre Freiheit gegen Sicherheit getauscht. Aber ist das alles mit Absicht geschehen? December 7, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked. Es gibt viele Fragen zu den Ereignissen dieses Tages der Schande. Aber eines wissen wir mit Sicherheit. Der Überraschungsangriff auf Pearl Harbor setzte eine Reihe von Ereignissen in Gang, die uns schließlich zu einer Einweltregierung führen sollten. Japan began this war in treachery. We shall end it in victory. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Vereinten Nationen gegründet und der Weg zu einer Einweltregierung wurde beschleunigt. Jeder Krieg bringt uns einen Schritt näher an das, was die Bibel das Ende der Welt nennt. Überall werden Kontrollpunkte eingerichtet. Der Polizeistaat zieht die Menschen in diesem Land immer stärker in seinen Bann. Und für diejenigen, die die Bibel verstehen, wird das, was als nächstes kommt, keine Überraschung sein. Irgendwann in der Zukunft, so heißt es in der Bibel, wird jeder Mensch auf dem Planeten ein Zeichen nehmen müssen, um zu kaufen oder zu verkaufen. Da unser derzeitiges Wirtschaftssystem zusammenbricht und sich der Technologie weiterentwickelt, gehört Bargeld bald der Vergangenheit an. Eine bargeldlose Gesellschaft ist nicht mehr weit entfernt. Tatsächlich wird sie bereits umgesetzt. Obwohl viele religiöse Führer dies leugnen, arbeiten böse Menschen rund um die Uhr daran, eine neue Weltordnung zu schaffen. Wir können sehen, wie das Ende schnell näher rückt und die Bühne für das Auftauchen des Antichristen bereitet wird. Wir können die Stimme derer hören, die unsere Verfassung untergraben und ein globales Regierungssystem fördern. A new world order. Und da all dies unmittelbar bevorsteht, ist dieser Film wichtiger denn je. Satan arbeitet im Hintergrund daran, eine Einweltregierung und eine Einweltreligion als Vorbereitung für den Antichristen zu errichten. Er hat auch die modernen evangelikalen Christen in dem Glauben getäuscht, dass sie von der Erde weggenommen werden, bevor die große Trübsal stattfindet. Diese Lehre, die als Entrückung vor der Trübsal bekannt ist, lehrt, dass Christus jederzeit wiederkommen kann und dass es keine Anzeichen für sein Kommen geben wird. Infolge dieser Täuschung sind die meisten Christen völlig unvorbereitet auf das, wovor die Bibel uns gewarnt hat, was kommen wird. Obwohl die Heilige Schrift uns klar sagt, dass die Entrückung nach der Trübsal stattfinden wird, haben bekannte Prediger, Bibelschulen und populäre Filme wie Left Behind die Massen gelehrt, dass die Entrückung jeden Moment stattfinden kann. Und weil die meisten Christen nie die ganze Bibel gelesen haben, wissen nur wenige, dass die Entrückung vor der Trübsal ein Betrug ist, der nicht in der Bibel steht. Also, wenn diese Lehre nicht in der Bibel zu finden ist, woher kommt sie dann? Ich bin Stephen Anderson, Pastor der Faithful Word Baptist Church in Tempe, Arizona. Und ich möchte die Menschen über die Entrückung vor der Trübsal aufklären. Denn es ist eine Position, die auf Unwissenheit beruht. Und ich glaube einfach, dass es für die Menschen nicht schwer wäre, zu der Schlussfolgerung zu kommen, dass die Entrückung definitiv nach der Trübsal kommt, wenn sie die Schriften und die Fakten sehen würden. Und in Deutschland existiert zu diesem Thema einfach ein heilloses Chaos, ein heilloses Durcheinander. Wann die Entrückung stattfindet? Gibt es die Entrückung überhaupt? Was ist die Entrückung? Ein totales Chaos. Und ich frage mich wirklich, wo sind die richtigen Predigten zu dem Thema? Wo sind die Pastoren, die das richtig predigen? Und deswegen der Titel meiner Predigt, der Zeitpunkt der Entrückung. Ein sehr wichtiges Thema. Wann findet die Entrückung wirklich statt? Die Vorentrückungslehre ist ziemlich neu. Es gibt keine Beweise dafür, dass jemand sie vor 1830 gelehrt hat. Es gibt keinen Beweis dafür, dass irgendjemand vor irgendeiner Konfession, irgendeiner Art von Christentum diese Lehre gelehrt hat.
Wenn man sich die Geschichte anschaut, muss man sich die Frage stellen, was sind die Wurzeln dieser Lehre? Einer der frühen Verfechter dieser Lehre war ein Mann namens John Nelson Darby. In den 1800ern begann er, die Lehre von der sogenannten geheimen Entrückung zu lehren. Später verfasste er seine eigene Bibelübersetzung, aus der er ganze Verse entfernte, wichtige biblische Lehren verfälschte und Schlüsselstellen über das zweite Kommen Jesu Christi verfälschte. John Nelson Darby, der als Vater des modernen Dispensationalismus bekannt ist, vertrat während des 19. Jahrhunderts seine Theorie einer Entrückung vor der Trübsal. Später fand diese Lehre unter den Baptisten weiter Verbreitung. Als die Oxford-Universität die Scofield-Studienbibel veröffentlichte, die Randnotizen enthielt, die die Lehre der geheimen Entrückung Darbys propagierten. Diese Anmerkungen haben viele Christen dazu veranlasst, diese Lehre anzunehmen. Der Teufel hat dies benutzt, die Scofield-Studienbibel, mehr als andere, um die Lehre der Entrückung vor der Trübsal zu fördern. Weißt du, woher das kommt? So ist sie in die Kirchen gelangt. Davon lernen die Pastoren. Dies ist das Problem, sie stammt nicht aus der Bibel. Es kommt nicht aus dem Mund von Jesus. Aber es kam aus dem Mund von Scofield. Scofields Notizen deuten auf eine Entrückung vor der Trübsal. Und sie verleiten den Leser zu der Annahme, dass dies in der Schrift steht, wenn es überhaupt nicht dasteht. Und weil die Scofield-Studienbibel an so viele Unis und Hochschulen geschickt wurde und so viele junge Prediger diese Studienbibel lasen, begannen sie, die Entrückung vor der Trübsal als Tatsache zu betrachten und zu predigen. Diese Lehre erreichte die Generation der 70er durch die Filme von Don Thompson. Suddenly and without warning, literally thousands, perhaps millions of people just disappeared. A few eyewitness accounts of these disappearances have not been clear, but one thing is certainly sure. Millions who were living on this earth last night are not here this morning. Thompsons Trilogie spielte eine wichtige Rolle bei der Indoktrinierung einer neuen Generation von Teenagern. Seit ihrer Premiere haben mehr als 300 Millionen Menschen diesen Film gesehen. 1995 veröffentlichte Tim Dalehouse den apokalyptischen Roman Left Behind. Dies ist eine fiktive Serie, in der alle Menschen verschwinden, niemand weiß, wo sie sind, Autos krachen ineinander, Flugzeuge stürzen ab, weil der Pilot verschwunden ist. Und diese dramatische Darstellung der Entrückung vor der Trübsal ist Teil der amerikanischen Kultur geworden. Und viele Leute nehmen es einfach als wahr hin. Und, das ist ein dummer Film. Left Behind wurde weltweit 63 Millionen Mal verkauft, brachte eine Reihe von 16 Büchern hervor und wurde bis heute dreimal verfilmt. Aber Left Behind ist ein fiktives Werk. Um die Wahrheit über die Entrückung zu erfahren, müssen wir in der Bibel selbst schauen. 1. Thessalonicher 4 ist der Schlüsseltext. Jeder würde zustimmen, dass in diesem Abschnitt von der Entrückung die Rede ist. Hier geht es um über Jesus, der in den Wolken kommt, und dass wir gemeinsam entrückt werden, um ihm zu begegnen. 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Was er hier sagt ist, dass er nicht will, dass sie in Unkenntnis über Christen sind, über Gläubige, die gestorben sind. Die, die in Jesus entschlafen sind, die, die bereits zum Herrn gegangen sind. Er sagt, ich will nicht, dass ihr in Unwissenheit darüber seid, Brüder. Denn ich will nicht, dass ihr trauert wie die, die keine Hoffnung haben. Ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr euren geliebten Menschen, der gläubig ist, wiedersehen werdet. Wir werden sie wiedersehen, denn die Bibel sagt, dass Jesus Christus, wenn er wiederkommt, sie mit sich bringen wird. Die Toten werden zuerst auferstehen und so weiter. In jedem einzelnen Vers weist er darauf hin, dass wir diese Menschen wiedersehen werden, die von uns gegangen sind. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, das heißt bis zur Wiederkunft des Herrn, bis zur Entrückung, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten.
Also im Kontext bedeutet der Trost, dass wir unsere Lieben wiedersehen werden. Er sagt, ihr werdet sie wiedersehen. Denn wenn Jesus gestorben und auferstanden ist, so auch, auf dieselbe Weise, wird Gott die auch mit ihm zusammenbringen. Sie werden auferstehen, die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Er sagt so, tröstet nun einander mit diesen Worten. Es wird hier kein Trost erwähnt, dass ihr der Verfolgung entgehen werdet. Ihr werdet nicht verfolgt werden. Ihr werdet nicht durch Trübsal gehen. Ihr werdet nicht durch Kummer gehen. Ihr werdet nicht leiden. Ist hier von der Trübsal die Rede? Wird die Trübsal überhaupt erwähnt? Nein. Er sagt nicht, tröstet einander, damit ihr nicht in Trübsal geratet. Tröstet einander, dass ihr nicht verfolgt werdet. Tröstet einander, dass es Entrückung vor der Trübsal gibt. Das sagt er nicht. Die Bibel sagt, durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Kurze Definition, was Entrückung bedeutet. Entrückung bedeutet, dass ein Gläubiger, ohne vorher in diesem Leben zu sterben, ohne vorher physisch, leiblich zu sterben, in den Himmel aufgenommen wird. Henoch ist nicht gestorben auf der Erde, sondern er wurde leibhaftig in den Himmel aufgenommen, genauso wie Elia, genauso wie wir das in den anderen Beispielen gesehen haben. Und es heißt deswegen auch sogar in Hebräer Kapitel 11, Vers 5, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden. Also andere haben ihn nicht mehr gesehen, weil er eben leibhaftig aufgenommen wurde, ohne vorher zu sterben. Er wandelte mit Gott, er war ein Gläubiger. Entrückung bedeutet, ein Gläubiger wird in den Himmel aufgenommen, ohne vorher zu sterben. Lesen wir nochmal 1. Thessalonicher 4, 16. Ich möchte, dass du verstehst, worin die Entrückung besteht. Guck mal, der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Und mit der Posaune Gottes. Und in Vers 17 heißt es, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken. Also die Merkmale der Entrückung laut 1. Thessalonicher Kapitel 4 sind folgende. Nummer 1, der Herr kommt herab. Nummer 2, die Posaune erschallt. Nummer 3, in den Wolken entrückt. Nun gehen wir zu Matthäus 24. Matthäus Kapitel 24, Vers 29. Da heißt es in der Bibel, sogleich aber nach der Trübsal jener Tage. Also, ihr müsst schon ordentlich lesen. Sogleich aber nach der Trübsal jener Tage. Das ist deutsche Sprache, das ist nicht schwer zu verstehen. Wird die Sonne sich verdunkeln und der Mond den Schein nicht geben, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann, das heißt nach der Trübsal jener Tage, und dann wird erscheinen das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Völker auf Erden und werden sehen, den Sohn des Menschen kommen in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wie kann das nicht die Entrückung sein, wenn wir doch gelesen haben in 1. Thessalonicher Kapitel 4, wo es heißt in Vers 17, ich lese das nur kurz vor, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Genauso wie es hier heißt in Matthäus Kapitel 24, dass sie den Sohn des Menschen kommen sehen in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das ist so einfach zu verstehen. Und er wird seine Engel senden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zu dem anderen. Das ist das Gleiche. Jesus kommt in den Wolken. Eine Posaune erschallt. Er sendet die Engel aus, um seine Auserwählten zu sammeln. Halte deinen Finger dort und geh zu Markus 13. Nun, Markus 13 sagt ziemlich alles, was auch Matthäus 24 sagt. Also, das ist eine Parallelstelle. Vers 24, aber in jenen Tagen nach dieser Trübsal wird die Sonne sich verdunkeln und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte in den Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie sehen, den Sohn des Menschen kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er seine Engel senden, wird seine Auserwählten sammeln. Von den vier Winden, von dem Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Also eindeutig, die Entrückung findet nach der Trübsal statt. Sogleich aber nach der Trübsal jener Tage. Das haben wir hier eindeutig gelesen. Eigentlich könnte ich die Predigt jetzt schon beenden, denn wir haben hier einen eindeutigen Vers. Wir sollten unsere Lehren grundsätzlich auf eindeutige Verse gründen, dass wir sagen, das ist der Vers, deswegen glauben wir das, sogleich aber nach der Trübsal jener Tage. Es ist nach der Trübsal. Wir machen jetzt los, oder? Aber nein, wir machen nicht jetzt los, nein. Denn ich werde dir beweisen und zeigen, dass hier von der Entrückung die Rede ist und dass es nach der Trübsal stattfindet. Viele greifen dieses Kapitel an und sagen, du kannst deine Lehre nicht aus Matthäus 24 ableiten, weil Matthäus 24 nur zu den Juden spricht. Sie werden dies einfach abschreiben und sagen, oh, das ist nur für die Juden.
Und irgendein Gelehrter hat irgendwo beschlossen, dass das Matthäus-Evangelium für die Juden ist, das Markus-Evangelium für die Römer ist, das Lukas-Evangelium für die Griechen ist und das Johannes-Evangelium für die Welt ist. Oh, danke Gott, dass wir wenigstens in einem der vier Evangelien vorkommen. Aber wer denkt sich so etwas aus? Guck mal, vielleicht wendet sich Matthäus an die Juden. Vielleicht richtet sich Lukas an die Griechen. Vielleicht war der Brief des Paulus an die Epheser gerichtet, oder? Vielleicht war der Brief des Paulus an die Hebräer gerichtet. Vielleicht war der Brief des Paulus an die Thessalonicher gerichtet. Aber jede Verheißung in diesem Buch gehört mir. Jedes Kapitel, Vers und Zeile. Das Buch Titus war nicht nur für Titus bestimmt. Das ist ein kurzlebiges Buch. Es ist für jeden Pastor zu lesen. Es ist für jeden Gläubigen. Es ist das Neue Testament. Vielleicht sagst du, Pastor Anderson, du verstehst es nicht. Diese ganze Predigt wurde über die Juden gepredigt, zu den Juden, für die Juden. Jesus Christus predigte zu den Juden in der Ölbergrede, der theologische Name, den sie dieser Passage geben. Diese Kapitel sind als Ölbergrede genannt. Pastor Anderson, er hat zu den Juden gesprochen. Verstehst du es nicht? Als er in Markus 13, 24 sagte, aber in jenen Tagen nach dieser Trübsal. Und danach heißt es, dass Jesus in den Wolken kommt, um seine Auserwählten zu sammeln. Von dem Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Da hat er nur zu den Juden gesprochen. Okay, schau dir den letzten Vers von Markus 13 an. Vers 37. Was ich aber euch sage, das sage ich nur den Juden. Lasst euch von keinem Prediger einreden, dass dies für alle Gläubigen gilt. Steht das so in Vers 37? Nein, da heißt es, was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wachet. Das ist das letzte Wort des Kapitels. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wachet. Doch werden sich die Leute umdrehen und sagen, er spricht nicht zu allen, er spricht nur zu den Juden. Vielleicht wusste er, dass die Leute das sagen würden. Und deshalb hat er es am Ende gesagt, ich sage nicht nur euch, ich sage allen, wenn ich Wachet sage. Das ist für allen. Zu sagen, dass dieses Kapitel nur zu den Juden spricht, ist lächerlich. Wenn er ganz offen sagt, was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wachet. Um der Auserwählten willen. Oh, siehst du, Gottes auserwähltes Volk. Gottes auserwähltes Volk, die Juden. Oh, Israel. Gottes auserwähltes Volk. Aber siehst du, im Neuen Testament sind die Juden nicht mehr Gottes Volk. Im Neuen Testament ist die Nation Israel nicht mehr Gottes auserwähltes Volk. Im Neuen Testament sind wir als Christen Gottes Volk. Oh, aber was hat Jesus gesagt? Nun, Jesus hat gesagt, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Und rate mal, wer das sind? Das sind wir als Christen. Wir sind die Auserwählten im Neuen Testament. Um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden, um unser Willen. Hier ist ein kurzer Überblick. In 1. Thessalonicher 1,4 heißt es, wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Die Thessalonicher waren eindeutig Heiden. Und hier ist ein weiterer Vers, Römer 11,7. Wie nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auswahl habe, hat es erlangt. Die übrigen dagegen wurden verstockt. Also Israel hat nicht, die Auserwählung ja. Nun, wenn Israel die Auserwählung wäre, würde es keinen Sinn ergeben. Epheser Kapitel 1, Vers 4. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Gott hat uns in Jesus Christus auserwählt vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Wie er uns in ihm auserwählt hat, in Jesus Christus. Sind die Juden in Jesus Christus? Glauben sie an Jesus Christus? Sind sie Gottes Kinder? Sind sie auserwählt? Laut diesem Vers absolut nein. Siehst du, im Neuen Testament wirst du als auserwählt bezeichnet, wenn du zuvor auf Jesus Christus gehofft hast, sagt die Bibel, wenn du zuvor dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast, wenn du gerettet bist, wenn du in Christus bist, wie er uns in ihm auserwählt hat. Wir als Christen sind Gottes Volk im Neuen Testament, Gottes Auserwählte. Der Grund, warum viele denken, dass die Entrückung vor der Trübsal stattfindet, ist, dass sie die Trübsal mit dem Zorn Gottes verwechseln. Ein Beweis dafür, dass Gottes Zorn und die Trübsal zwei völlig verschiedene Dinge sind, ist, dass es in Matthäus 24, 29 heißt, sogleich aber nach der Trübsal jener Tage, wird die Sonne sich verdunkeln, dem Mond den Schein nicht geben. Also die Bibel ist deutlich in Matthäus 24, dass die Sonne und der Mond nach der Trübsal verfinstert werden. Nun, in Offenbarung Kapitel 6 lesen wir darüber, wann Sonne und Mond verfinstert werden beim sechsten Siegel. Das sagt die Bibel in Offenbarung Kapitel 6, Vers 12. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und siehe, ein großes Erdbeben entstand. Und die Sonne wurde schwarz wie ein Herrensack und der Mond wurde wie Blut. Das haben wir schon gesehen. Das ist
das, was in Matthäus Kapitel 24 beschrieben wird, eben nach der Trübsal jener Tage. Vers 13, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln werden von ihrem Ort weggerückt. Vers 15, und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Herrführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Sie werden sich alle verbergen und Vers 17, dann werden sie alle sprechen, wir sind entrückt, aber die, die übrig bleiben, die nicht gläubig waren, die werden sagen, denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Wenn die Sonne und der Mond verfinstert sind, dann heißt es, der große Tag seines Zorns ist gekommen. Gegenwartsform. Was bedeutet, dass er gerade gekommen ist. Also wenn die Sonne und der Mond nach der Trübsal verfinstert werden, laut Matthäus 24, und wenn Gottes Zorn erst beginnt, nachdem Sonne und Mond verfinstert sind, wie kann das dasselbe sein? Also, das Zorngericht beginnt erst nach der Verfinsterung von Sonne und Mond. Wenn man Leute bittet, einem die Bibelstellen über die Vorentrückung zu zeigen, können sie keinen einzigen Vers vorweisen. Und ich fordere jeden heraus, mir einen Vers zu zeigen, der das Wort Trübsal verwendet. Um der Vorentrückung zu unterstützen, sie können das nicht. Sie müssen Verse zeigen, denen das Wort Zorn vorkommt. Sie finden Verse, die zeigen, dass wir als Christen nicht unter Gottes Zorn stehen. Sie zeigen Verse, die besagen, dass wir nicht zum Zorn bestimmt sind und dass wir davon gerettet werden. Und sie sagen, guck mal, genau hier sagt die Bibel, dass wir nicht durch die Trübsal gehen werden. Aber die Trübsal ist nicht der Zorn Gottes. Also, es gibt keinen Vers, den dir ein Vorentrüger zeigen kann, in dem das Wort Trübsal vorkommt, als Beweis. Sie zeigen einen Vers über Gottes Zorn. Aber Gottes Zorn und die Trübsal sind zwei völlig verschiedene Dinge. Die meisten Christen werden in ihren Gemeinden durch die Bücher, die sie lesen, gelehrt, dass diese beiden Dinge dasselbe sind. Und wenn man versucht, ihnen zu sagen, hey, wir werden während der Trübsal hier sein, die Entrückung kommt erst nach der Trübsal, hier ist, was sie sagen. Gott würde seinen Zorn nicht über sein eigenes Volk ausgießen. Wir sind nicht für den Zorn bestimmt. Wir werden davon verschont bleiben, aber Moment mal, ist Gottes Zorn dasselbe wie die Trübsal? Nein. Also, wenn die Menschen es endlich verstehen, was das Wort Trübsal bedeutet, würden sie verstehen, dass die Entrückung nach der Trübsal kommt. Es ist nur so, dass die Menschen das Wort Trübsal nicht verstehen, weil sie die Vorstellung im Kopf haben, dass die Trübsal 7 Jahre lang dauert, in der Gott seinen Zorn ausgießt und Feuer und Schwefel ausschüttet, Wasser in Blut verwandelt und die Menschen mit Heuschrecken und all diesen verschiedenen Plagen quält. Das ist keine Trübsal, das ist nicht, was die Bibel lehrt. 24 Vers 6, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, habt Acht, wir sollen darauf achten, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Leute werden sich denken, und das ist das Ende, es ist vorbei. Aber es ist noch nicht das Ende, es kommt noch mehr. Denn ein Heidenvolk, Vers 7, wird sich gegen das andere erheben, dein Königreich gegen das andere, und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Was wir hier sehen ist, dass die Trübsal ein weltweites Ereignis ist. Denn es heißt, ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben, ein Königreich gegen das andere, und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Das ist ein weltweites Ereignis. Die Trübsal wird nicht einfach in einem Ort sein. Die Trübsal wird nicht in der Ukraine stattfinden. Die Trübsal wird nicht einfach nur zwischen Russland und der Ukraine stattfinden. Wo sehen wir heutzutage, dass sich ein Heidenvolk gegen das andere erhebt, ein Königreich gegen das andere? Hey, sehen wir in Deutschland all die Naturkatastrophen, Erdbeben und Seuchen, Hungersnöte, sehen wir das alles? Nein. Die Trübsal ist ein weltweites Ereignis. Es ist nicht einfach ein Krieg, sondern es ist ein weltweiter Krieg. Es ist der größte Weltkrieg überhaupt, ein buchstäblicher Weltkrieg. Und natürlich sehen wir heutzutage schon Hungersnöte in Afrika, aber es geht nicht um Afrika, es geht hier um die ganze Welt. Dass wir einfach hier und dort, einfach überall Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben sehen. Offenbarung Kapitel 6, Abvers 1. Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie mit Donnerstimme sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und es wurde ihm eine Krone gegeben, der zog aus als ein Sieger und um zu siegen. Vergleich das mit Matthäus Kapitel 24, wo wir dann schon sehen, dass wir Kriege und Kriegsgerüchte hören.
Ja. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, das ist noch nicht das Ende. Dann geht es weiter in Offenbarung 6, Vers 3. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot, und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde wegzunehmen, damit sie einander hinschlachten sollten. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Der Frieden wurde hinweggenommen von der Erde. Von der Erde, nicht nur von einem Ort, sondern von der Erde. Genau dasselbe Ereignis, weltweiter Krieg, das sehen wir hier auch in Offenbarung Kapitel 6. Also es gleicht sich total ab. Und Vers 5 in Offenbarung Kapitel 6, und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm und sieh, und ich sah ein schwarzes Pferd. Der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand, und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar, doch das Öl und den Wein schädige nicht. Was das symbolisiert, sind die Hungersnöte, dass sich die Preise verändern. Ja. Und das wird absichtlich gemacht. Die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, sie haben sowas in der Hand. Sie können Preise verändern, sie können den Markt verändern. Sie können absichtlich eine Hungersnot hervorrufen. Und wir lesen weiter hier in Offenbarung Kapitel 6. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm und sieh, und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist der Tod, und das Totenreich folgt ihm nach. Und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert und mit dem Hunger und mit der Pest und durch die wilden Tiere. Jetzt sehen wir eben Pest, genauso wie in Matthäus Kapitel 24, Vers 7, die weltweiten Seuchen. Wir sehen hier also, das soll ich euch einfach zeigen, den exakten Ablauf, genau denselben Ablauf, genau dieselben Ereignisse. Matthäus Kapitel 24, Vers 9. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Jetzt geht es quasi mit uns als Christen weiter. Wir werden gehasst von allen Heidenvölkern um Jesu Namen willen. Wenn man das Wort Trübsal in der King James Bibel nachschlägt, wird es 22 Mal im Neuen Testament verwendet. Also wird das Neue Testament das Wort Trübsal 22 Mal verwendet. Und fast jeder mit dieser Lehre, Entrückung vor der Trübsal herumläuft, sollte dann nicht einer dieser Verse oder Abschnitte oder Kapitel uns etwas über eine Entrückung vor der Trübsal lehren? Keiner dieser Verse sagt etwas darüber aus, dass es eine Entrückung vor der Trübsal oder etwas ähnliches gäbe. Also müssen sich die Leute, die sie behaupten, auf eine Menge Interpretationen verlassen. Sie müssen es immer erklären, und das ist immer sehr kompliziert. Und mir ist etwas an der Bibel aufgefallen. Gott will, dass wir die Bibel verstehen. Er versucht nicht, uns Streiche zu spielen, verwehren und alles zu erschweren. Er will, dass wir die Wahrheit kennen. Er liebt uns, okay? Also, mir ist aufgefallen, dass wenn die Bibel etwas zum ersten Mal erwähnt, definiert Gott es. Er hilft uns, es zu verstehen. Wenn wir es dann ein zweites Mal sehen, wissen wir, wovon es spricht. Die Bibel sagt in Matthäus 13, 21, er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendig. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Oh, aber da steht nicht Trübsal. Dann weißt du was, es gibt Synonyme. Wie ich dir eingangs erklärt habe, das solltest du nicht vergessen, es gibt Synonyme. Ja. Bedrängnisse ist gleich Drangsal, ist gleich Trübsal. Das sind Synonyme. Also, was versteht man unter Trübsal? Verfolgung, oder? Er sagt Bedrängnis oder Verfolgung, die um des Wortes willen entsteht. Also gehen diese Menschen durch Trübsal, weil sie so schlecht sind? Nein, sie gehen durch Trübsal, weil sie auf dem Wort Gottes stehen. Und weil sie sich für das Wort Gottes eingesetzt haben, weil sie das Wort Gottes mit aller Freude angenommen haben, werden sie durch Verfolgung oder Bedrängnis gehen. Wenn wir in dem, was wir glauben, verwurzelt sind und in Verfolgung und Bedrängnis kommen, werden wir durchhalten. Das erste Mal, dass das Wort Trübsal in der Bibel vorkommt, bedeutet es einfach Verfolgung. Das erste Mal, wir das Wort Trübsal im Neuen Testament sehen. Und wenn man jedes einzelne Mal im Neuen Testament verfolgt, wenn das Wort Trübsal verwendet wird, geht es in 90% der Fälle um gläubige, gerettete Menschen, die durch Trübsal oder Bedrängnis gehen. In den anderen beiden Fällen, in denen es nicht um Gläubige geht, hat es nichts mit der Endzeitprophezeiung zu tun. Es geht einfach um Menschen, die allgemein durch Trübsal gehen. Vielleicht wird es zu unseren Lebzeiten geschehen oder nicht. Aber wenn es zu unseren Lebzeiten geschieht, werden wir es als Gläubige durchmachen. Entweder werden wir getötet, für Christi willen, oder wir werden hoffentlich dieser Zeit überstehen und die Entrückung erleben. Die Bibel sagt in Johannes 16, 33, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Hat er gesagt, dass ihr die Trübsal vermeiden werdet? Ihr werdet nicht durch die Trübsal gehen?
Hatte gesagt, ich würde mein Volk niemals durch Trübsal gehen lassen. Ich liebe sie zu sehr. Was sagt die erste Erwähnung von Trübsal in Matthäus 13? Dass wenn die Menschen nicht verwurzelt und geerdet sind und Verfolgung oder Bedrängnis wegen des Wortes aufkommen, werden sie was? Beleidigt. Guck mal, was Jesus in diesem Kapitel in Vers 1 gesagt hat. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Also Beleidigung. Er sagt, wenn er dir das nicht sagt, wenn ich dich nicht vor der kommenden Verfolgungen und Drangsalen warnt, die du durchmachen wirst, wenn sie kommen, wirst du überrascht und beleidigt sein. Vielleicht fragst du, warum predigst du es heute, Pastor Anderson? Ich predige dies, damit ihr nicht beleidigt werdet. Was, diese Predigt beleidigt? Nein, die soll dich davon abhalten, beleidigt zu sein. Jesus sagt, ihr werdet nicht beleidigt sein, wenn ihr wisst, dass dies kommt. Vers 4, ich habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch nicht von Anfang an gesagt, weil ich bei euch war. Er sagt, wenn diese Dinge geschehen, werdet ihr euch daran erinnern. Ich habe es schon gesagt. Und ich sage heute dasselbe, was Jesus gesagt hat. Also wenn diese Dinge geschehen, vielleicht nicht zu unseren Lebzeiten. Vielleicht erst in 100 Jahren. Vielleicht in ein paar Jahren. Wir wissen nicht, wenn das Ende kommt. Aber weißt du was? Wenn es geschieht, wirst du wissen, dass ich dir gesagt habe. Und was noch wichtiger ist, ich habe dies nicht ausgedacht. Du wirst wissen, dass Jesus es gesagt hat. Apostelgeschichte 14, 22. Dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Hat er gesagt, oh Mann, es ist großartig, dass wir vor der Trübsal losgehen. Nein, er sagte, bestätige es. Ihr solltet in einigen Dingen bestärken, denn sie sollten wissen, dass sie durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen müssen. Also gibt es Vorentrückung in diesem Vers? Absolut nicht. Die Bibel sagt in 2. Korinther 7, Vers 4. Ich bin sehr freimütig euch gegenüber und rühme euch viel. Ich bin mit Trost erfüllt. Ich fließe über von Freude bei all unserer Bedrängnis. Also ich bin nicht überglücklich, weil ich nicht durch die Trübsal gehen muss. Mann, ich bin so froh, dass wir vor der Trübsal entrückt werden. Das hat er nicht gesagt. Nein, ich fließe über von Freude bei all unserer Bedrängnis. Wo ist die Vorentrückung in dieser Stelle? Gibt es nicht. Und denkt daran, Leute, Gott will uns nicht verwirren. Er will nicht uns täuschen. Der Mensch will uns verwirren. Viele Prediger lügen heute. Fernsehserien und Filme haben uns verwirrt. Gott verwirrt uns nicht. Du würdest denken, dass jemand einen Vers zeigen könnte. Von diesen 22 Verse, die über Trübsal sprechen. Zeig mir einen Vers, der besagt, dass wir vor der Trübsal weg sein werden. Dass wir vor der Trübsal entrückt werden. Dass sich vor der Trübsal stattfinden wird. Ich kann dir aber zeigen, wo die Bibel ganz klar sagt. Sogleich aber nach der Trübsal. Jesus in den Wolken kommt. Die Posaune erschallt. Und die Auserwählten entrückt werden. So einfach. Und diejenigen, die an die Vorentrückung glauben, müssen sich einfach auf die Menschen mit ihren komplizierten Interpretationen und Logik verlassen? Nun, da wir weder den Tag noch die Stunde kennen, kann es jederzeit geschehen. Wenn aber jederzeit, dann muss es vor der Trübsal sein. Oder sie haben eine komplizierte Tabelle, um es dir zu erklären. Aber wenn du die Bibel einfach so liest, wie sie ist, im Neuen Testament ab Matthäus Kapitel 1, wenn man zu Kapitel 24 kommt, steht es da ganz klar, nach der Trübsal kommt Jesus in den Wolken. Es wird buchstäblich ein Ende dieser Welt geben. Es wird eine buchstäbliche, leibhaftige Wiederkunft Jesu geben. Und deshalb möchte ich dir erzählen, in aller Kürze erklären, was geschehen wird und wie das alles ablaufen wird, laut der Bibel, wie es alles passieren wird. Also, um die Offenbarung zu verstehen, muss man wissen, wie sie sich zusammensetzt. Gott hat uns das Buch der Offenbarung gegeben, um genau das zu sein, eine Offenbarung, um uns diese Dinge zu offenbaren. Nicht zu verbergen ist nicht das Buch der Camouflage, es ist das Buch der Offenbarung. Und Gott will, dass es leicht zu verstehen ist. Deshalb hat er uns in einem Format gegeben, das leicht zu verstehen ist. Wenn wir im ersten Kapitel beginnen, befinden wir uns kurz nach der Zeit Christi. Denn Johannes befindet sich auf der Insel Patmos. Und er wurde wegen der Verkündigung des Evangeliums verfolgt. Wir sprechen also weniger als einem Jahrhundert nach der Ankunft Christi auf dieser Erde.
Und dann erhält er eine Vision, in der er den Herrn Jesus Christus sieht, der ihm erscheint. In den Kapiteln 2 und 3 gibt Jesus den sieben Gemeinden in Asien eine Botschaft. Es handelt sich dabei um Gemeinden, die im ersten Jahrhundert nach Christus lebten. In den Kapiteln 4 und 5 sehen wir dann die Vision im Himmel, in der er die Ereignisse im Himmel beschreibt. In Kapitel 6 kommen wir dann zu den Ereignissen der Trübsal. Im Kapitel 7 erscheint die große Volksmenge im Himmel, offensichtlich die Entrückung. Alle Nationen, alle Geschlechter sind dort vertreten. In den Kapiteln 8 und 9 lässt Gott seinen Zorn über die Erde ausgießen. Kapitel 10 ist ein Kapitel in Klammern, in dem es um einige Dinge geht, bevor die siebte Posaune ertönt. Und in Kapitel 11 ertönt die siebte Posaune. Also, wenn man sich das Buch der Offenbarung ansieht, folgen die ersten 11 Kapitel einer Chronologie, die absolut Sinn macht. Sie beginnen einfach um die Zeit Christi, also im selben Jahrhundert wie Christus. Dann kommen die Ereignisse der Zukunft, die Trübsal, dann die Entrückung und dann der Zorn Gottes. Und dann, wenn die siebte Posaune in Kapitel 11 ertönt, gibt es eine Endgültigkeit, wo er sagt, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Interessant ist aber, dass am Ende von Kapitel 11 diese Endgültigkeit steht. Und dann kommt man zu Kapitel 12. Und da gibt es einen großen Gangwechsel im Offenbarung. Denn guck mal, Vers 1 von Kapitel 12. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Siehe, ein großer feuerroter Drache. Der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Nun, offensichtlich ist dieses Kind Jesus, denn im Alten und Neuen Testament spricht die Bibel von Jesus Christus, der die Erde mit einem eisernen Stab regiert. Und bezieht sich dabei auf seine 1000-jährige Herrschaft. Die beste Art und Weise, wie ich dir helfen kann, das Buch der Offenbarung zu verstehen, ist in 2 Teilen zu schneiden. Also Kapitel 1 bis 11 ist die eine Hälfte und 12 bis 22 ist die andere Hälfte. Und wenn man dies nebeneinander legt, sieht man die gleichen Ereignisse aus 2 verschiedenen Blickwinkeln. Das tut Gott auch an anderen Stellen der Bibel oft, um uns eine andere Perspektive zu geben. Also, wenn du verstehst, dass es chronologisch ist, aber in Kapitel 12 wieder von vorne anfängt, wird es klar. Ich möchte nur ein paar Kapitel durchgehen, um dir die Reihenfolge der Ereignisse zu zeigen. Dies könnte in 100 Jahren geschehen, bis dann sind wir alle tot. Aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass es in naher Zukunft geschehen wird. Vielleicht zu unseren Lebzeiten geschehen. So beginnt die Trübsal zuerst. Die Bibel sagt, dass der Teufel oder Satan aus dem Himmel vertrieben wird. Vielleicht fragst du, ist das nicht schon geschehen? Aber nein, die Menschen denken, dass der Teufel jetzt in der Hölle ist. Aber in Wirklichkeit war der Teufel noch nie in der Hölle, denn die Bibel sagte ganz klar, dass der Teufel auf dieser Erde wie ein brüllender Löwe umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann. Der Teufel und alle seine Dämonen sind in dieser Welt präsent. Er geht zwischen der Erde und dem Himmel hin und her und spricht mit Gott. Also, wenn man das Buch Hiob liest, kommt der Teufel und steht vor Gott und führt mit Gott im Himmel ein Gespräch über seinen Diener Hiob. Der Teufel geht gerade hin und her. Und die Bibel spricht davon, dass der Teufel eines Tages aus dem Himmel gestürzt wird. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften. Aber sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes, um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel und die ihr darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn.
da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Also, was sehen wir hier? Es herrscht Krieg im Himmel. Und die Bibel lehrt, dass der Teufel diese Schlacht verliert. Er verliert diesen Krieg im Himmel. Und weil er die Schlacht verliert, werden er und seine Engel, also ein Drittel der Engel, auf die Erde hinabgeworfen. Also Satan wird aus dem Himmel vertrieben. Und er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Und er wird hinausgehen, um die Gläubigen zu verfolgen und zu versuchen, sie zu zerstören. Wie wird er es tun? Wie wird der Teufel Krieg mit den Gläubigen führen? Es wird einen Mann geben, der auftauchen wird. Er wird ein Diktator der ganzen Welt werden. Also, das ist der Antichrist. Die Bibel sagt uns, dass es eines Tages eine Einweltregierung geben wird. Heute haben wir verschiedene Regierungen, oder? Wir haben die Vereinigten Staaten, wir haben Russland, wir haben China. Sie sind alle separate, souveräne Nationen. Nun, eines Tages, so sagt die Bibel, werden sich alle diese Nationen vereinigen und eine Einweltregierung bilden. Und sobald sie diese Einweltregierung gebildet haben, werden sie die gesamte Macht an eine Person übergeben, die das Oberhaupt dieser Regierung sein wird. Und diese Person ist als der Antichrist bekannt. Hier sehen wir quasi das, was als neue Weltordnung bezeichnet wird, dass der Antichrist über jeden Volksstamm, über jede Sprache, über jede Nation herrschen wird, eine neue Weltregierung, eine neue Weltordnung, eine Weltregierung, in der der Antichrist das Sagen hat, zentralisierte Macht, er wird über alle Völker, über alle Nationen, über alle herrschen. Also es geht hier um den Mensch der Sünde, um den Sohn des Verderbens, der sich widersetzt, Vers 4, und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Was bedeutet Antichrist? Antichrist bedeutet anstatt Christus. Wir verstehen Anti meistens als gegen und ja, vom Kontext abhängig kann das auch eine Definition sein. Aber hauptsächlich bedeutet Antichrist ein anstatt Christus. Jemand, der sich als Christus ausgibt. Ja, jemand, der sich an Christi Stelle setzt. Satans Plan mit der Vorentrückungslehre ist es, jeden dazu zu bringen, diese Meinung zu haben, dass Jesus jeden Moment kommen wird. Wir erwarten das zweite Kommen Christi jeden Moment. Er könnte heute kommen, er kommt morgen. Aber in Wirklichkeit ist die Person, die kommt, der Antichrist. Juden, die nicht an Jesus glauben, wen werden sie annehmen? Wer kommt zuerst? Zuerst kommt der Antichrist, nicht Jesus. Sie werden den Antichristen annehmen. Sie werden ihren Messias, der nicht Jesus sein wird, sondern sie werden den Antichristen annehmen. Den werden sie als ihren Messias annehmen. Genauso wie Moslems den Antichristen als den Imam al-Mahdi oder so annehmen. Genauso wie Hindus und Buddhisten wahrscheinlich an ihn glauben werden, weil es einfach nur irgendeine Reinkarnation für sie sein wird. Das große Problem ist, dass die meisten, vor allem Juden, nicht an Jesus glauben. Sie werden verführt werden und sie werden den Antichristen als Messias annehmen. Um zu verstehen, wie sich die Ereignisse der Trübsal entfalten, muss man den Begriff Daniels 70. Woche verstehen. Die siebenjährige Periode der Endzeit wird Daniels 70. Woche genannt. Um zu verstehen, was das bedeutet, gehen wir zu Daniel Kapitel 9. Dies ist wahrscheinlich die berühmteste Prophezeiung in der zweiten Hälfte des Buches Daniels Kapitel 7 bis 12. Die Prophezeiung über die 70 Wochen, also Daniels 70. Woche. Wenn die Bibel hier das Wort Wochen verwendet, ist damit nicht eine buchstäbliche Woche gemeint, sieben Tage, sondern eine Woche von Jahren. Sie besteht aus sieben Jahren. Also wenn er 70 Wochen sagt, spricht er von 70 Perioden, die jeweils sieben Jahre lang sind. Okay? Und es heißt in Daniel 9,24, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt. Wir haben also 70 Jahre hinter uns die babylonische Gefangenschaft, aber jetzt geht es weiter. Es werden 70 Wochen sein und was werden diese 70 Wochen bewirken? Es heißt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünde abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Also, diese Prophezeiung über die 70 Wochen hat damit zu tun, dass Jesus kommt und am Kreuz für unsere Sünden stirbt. Ist das nicht klar? So, wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Und das sind insgesamt 69 Wochen. Also es gibt 7 Wochen, dann gibt es eine Lücke, und dann 62 Wochen und eine Lücke,
und deine 70. Woche. Diese Wochen sind in drei Phasen unterteilt. Nun, ich glaube, dass sich die 7 Jahre auf den Bau des Tempels beziehen und auch der Mauer und der Straße. Es heißt, Straßen und Gräben werden wiedergebaut und zwar in bedrängter Zeit. Wenn du Ezra und Nehemia liest, wirst du feststellen, dass es Unterbrechungen gab. Vielleicht hat es eine Weile gedauert, bis sie angefangen haben. Und nach dem Tempel bauten sie die Mauer. Und guck mal, was die Pharisäer gesagt haben. In 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden. Es macht also Sinn, dass sich ein Zeitraum von 49 Jahren auf den Bau des Tempels in Jerusalem und so weiter beziehen könnte. Das ist es, worauf sich die 7 Wochen beziehen. Also die 7 Wochen enden damit, dass die Straße gebaut wird, die Mauer gebaut wird und so weiter. Okay? Das ist das Ende der 7 Wochen. Und die 62 Wochen enden mit, dass Christus am Kreuz getötet wird, der Messias ausgerottet wird. Es heißt weiter in Vers 26, und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören und sie geht unter in der überströmenden Flut. Und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. Wir wissen, dass der Tempel und die Stadt im Jahr 70 nach Christus zerstört wurden. Es ist eine historische Tatsache, dass die Römer im Jahr 70 nach Christus in Jerusalem einmarschierten und die Stadt und den Tempel zerstörten. Sie wurde durch eine Flut von Soldaten zerstört. Nun, wann ist Jesus gestorben? Im Jahr 33. Ja, ungefähr, aber das ist nach bestem Wissen. Circa 33. Okay. Wann wurden Jerusalem und der Tempel zerstört? 70 nach Christus, ja? Es gibt eine Lücke inzwischen, okay? Okay, Vers 27. Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Das ist die 70. Woche. Wir haben den 7 Wochen gesehen und danach den 62 Wochen. Dies ist die letzte Woche. Und in Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und zwar bis die feste, beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Und lass mich dir das klar sagen, es ist kein Zufall, dass der Tempel im Jahr 70 zerstört wurde. Rat mal, in welchem Jahr dieser Krieg begann. Das ist historisch als der erste jüdisch-römische Krieg bekannt. Das ist sehr gut dokumentiert. Das war ein großes Ereignis zu dieser Zeit. Er begann im Jahr 66. Und rat mal, wann er beendet war. 73 nach Christus. Wie lange dauert es also von 66 bis 73? 7 Jahre. Und rat mal, wann der Tempel zerstört wurde. Und rate mal, wann die Opfer aufhörten. In der Mitte der Woche. Auf halbem Weg, guck mal, es beginnt in 66, endet im Jahr 73, 7 Jahren, und in der Mitte? Wirklich? Ist das ein Zufall? Nein, dies wurde genau vorher gesagt. Hunderte von Jahren bevor es passierte, es ist erstaunlich. Nicht nur der Wiederaufbau des Tempels und die Rückkehr nach Jerusalem sind vorhergesagt. Nicht nur die Tötung des Messias ist vorhergesagt, sondern auch die Verbrennung und Zerstörung Jerusalems, die Zerstörung des Tempels, ist vorhergesagt und die Tatsache, dass dies in einem Krieg geschehen wird, der 7 Jahre dauert und in dessen Mitte wird das tägliche Opfer aufhören und Jerusalem wird in der Mitte dieser Woche verwüstet werden. Zufall? Nein. Da ist eine sehr genaue Prophezeiung. Vielleicht fragst du, wenn die 70. Woche bereits stattgefunden hat, welche Bedeutung hat sie dann für die Endzeit? Wir können sagen, das ist vorbei, das ist bereits geschehen. Ja, aber so wissen wir, dass es nicht vorbei ist, denn wir haben das Buch der Offenbarung. Die Offenbarung spricht von einer zukünftigen 7-jährigen Periode, in der eine Menge Ereignisse geschehen, die im Jahr 70 nicht geschehen sind. Vielleicht fragst du, oh, wie kann das nochmal passieren? Zweifache Erfüllung. Es gibt eine doppelte Erfüllung von Prophezeiungen. Und nicht nur das. Guck mal, wie viele andere Dinge in der Bibel zyklisch passieren. Wie viele Tempel gebaut und zerstört werden. Denk daran. Erster Tempel gebaut, zerstört. Zweiter Tempel gebaut, es wird eine dritte Tempel sein. Guck mal, das Buch Richter. Das ist ein Rad in einer Schleife. Die Welt funktioniert in Zyklen. Und Gott macht das auch so oft. Und diese Dinge, Gipfel in der Endzeit. Es gab schon Antiochus Epiphanes, dann die Römer im Jahr 70.
und dann der Antichrist, der große Antichrist am Ende der Zeit. Ich lese vor aus Offenbarung Kapitel 6, Abvers 1. Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie mit Donnerstimme sagen, komm und sieh. In Vers 2, und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und es wurde ihm, also der auf dem Pferd saß, es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als ein Sieger und um zu siegen. Warum wurde ihm eine Krone gegeben? Nun, weil er eben der Antichrist ist. Er, wir sehen das dann in weiteren Versen später, er nimmt Eigenschaften von Jesus an, ja, er verherrlicht sich selbst, er hat diese Krone, er wird behaupten, Gott zu sein, Christus zu sein, genauso wie Cäsar behauptet hat, er sei der Sohn Gottes gewesen. Also der Antichrist, wann tritt er auf? Er tritt zu Beginn der Trübsalzeit auf. Denn Offenbarung Kapitel 6, Vers 1, da beginnt eben die Trübsal und er tritt gleich zu Beginn auf. Und der Antichrist wird eben die ganze Endzeit lang die Trübsal bis zum Ende des Zornes Gottes herrschen. Er wird in der großen Trübsal uns versuchen zu besiegen, uns hinschlachten lassen, gegen uns kämpfen als Christen, uns verfolgen. Aber dann kommt eben Jesus wieder, wir werden entrückt. Die 70. Woche Daniels in der Endzeit beginnt also mit dem Erscheinen des Antichristen. Diese Einweihung kann im Geheimen stattfinden, wird aber schließlich offensichtlich sein, wenn der Tempel wieder aufgebaut wird und die Tieropfer beginnen. Die Trübsal besteht aus den ersten 3,5 Jahren, die Jesus als den Anfang der Wehen bezeichnet. Wie wir bereits gesehen haben, ist dies die Zeit, in der die vier Reiter der Apokalypse auftauchen. Der Antichrist zieht als Eroberer aus und die Welt befindet sich im Krieg. Dies führt zu einer weltweiten Hungersnot und zu massenhaften Tod. Der Antichrist wird diesen Krieg und diese Katastrophe zu seinem Vorteil nutzen, das Zeichen des Tieres einführen und sich selbst als Gott bezeichnen. Er wird dann seinen Fokus auf die Christen richten. Und die setzt eine kurze Zeitspanne in Gang, die große Trübsal genannt wird, in der die Christen verfolgt werden. Und dieser Antichrist, der wird den sogenannten Gräuel der Verwüstung aufstellen. Was ist der Gräuel der Verwüstung? Wir sehen das in Offenbarung Kapitel 13. Ihr seid in Offenbarung Kapitel 13. Ich lese vorab Vers 11. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Sorry. Und es hatte zwei Hörner, gleich einem Lamm, und redete wie ein Drache. In Vers 12, und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr Wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfällen lässt vor den Menschen. Und es verführte die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es wird dieses Bild gemacht. Ja? Und dieses Bild wird im Tempel aufgestellt. Das ist ein Bild des Tieres, ein Bild des Antichristen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeten. Wenn jemand das Bild des Tieres, quasi diesen Götzen, ja, es ist einfach ein Götze, wenn jemand diesen Götzen nicht anbetet, wird er getötet. Aber eben von dem Bild. Dieses Bild, das wird auf irgendeine Art und Weise lebendig sein, sozusagen. Nicht wirklich lebendig sein. Es wird wahrscheinlich irgendeine technologische Sache sein. Aber dieses Bild des Tieres redet, ja, und dieses Bild bewirkt, dass alle getötet werden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und dieses Bild, dieser Götze wird aufgestellt im Tempel und das ist eben der Gräuel der Verwüstung. Diese eine Weltregierung wird so viel Macht haben, dass sie vorschreiben kann, dass kein Mensch auf der Erde kaufen oder verkaufen kann, ohne das Malzeichen des Tieres zu tragen. Nun, die King James Bibel sagt ganz klar, dass das Malzeichen des Tieres, dieses Zeichen, das man haben muss, um zu kaufen oder verkaufen, es wird sich befinden in der rechten Hand oder in der Stirn. Das könnte ein implantierbarer Chip sein, den man einscannen muss, um kaufen oder verkaufen zu können. Handys haben jetzt auch einen Scanner, oder? Also, nehmen wir an, es findet ein Austausch von Waren und Dienstleistungen zwischen zwei Personen statt. Ja? Okay, das wäre dann 10,50 €. Geben Sie mir bitte einfach Ihre rechte Hand. Okay, ich habe das Geld von seinem Konto abgehoben. Oh, du hast meinem Sohn gerade eine Klavierstunde gegeben. Lass mich dir bezahlen. Denk darüber.
Mit dem Smartphone kann man das Mahlzeichen des Tieres kennen, okay? Und ohne es, man kann weder kaufen noch verkaufen. In der Vergangenheit hat man sich vielleicht gefragt, wie kann das umgesetzt werden? Wie kann man kaufen oder verkaufen, wenn man kein Kennzeichen hat? Aber wir sehen jetzt, wie sich die Technologie entwickelt, die es sehr einfach machen würde, dass niemand mehr kaufen oder verkaufen kann, ohne dieses Zeichen zu haben. Guck mal, Offenbarung 13,1, und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte, und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren wie die eines Bären, und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet. Und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundet dem Tier nach. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen: Wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. 42 Monate sind 3,5 Jahre. So lange dauert die Trübsal laut der Bibel. Weiter in Vers 6. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit dem Heiligen und sie zu überwinden. Haben wir nicht in Kapitel 12, Vers 17 gesehen, dass der Drache Krieg führen wollte mit denen, die an Christus glauben und die Gebote Gottes halten? Hier sagt er, es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen. Guck mal, um sie zu überwinden. Wer wird gewinnen in diesem Krieg zwischen den Heiligen und dem Teufel auf dieser Erde? Der Teufel. Er wird mit den Heiligen Krieg führen und sie überwinden. Aber weißt du, wir sollten nicht diese Einstellung haben, dass wir Angst haben vor der Trübsal, dass wir Angst haben vor der Endzeit. Hey, wenn wir ein kleines bisschen leichte Verfolgung erleben in unserem Leben schon hier, dann sollten wir uns denken, Moment mal, das ist Level 1? Wo ist Level 2? Wann geht's weiter? Komm schon! Das war Level 1, das bisschen, hey, ich will die Trübsal. Ich will weitermachen. Das sollte unsere Einstellung sein. Nicht diese Duckmäuse-Einstellung, die Trübsal. Das sollte nicht unsere Einstellung sein. Das ist schwach. Die beste Zeit unseres Lebens kann die schlechteste Zeit aus Sicht der Welt sein. Merkt ihr das? Andersherum, die schlechteste Zeit aus Sicht der Welt kann die beste aus unserer Sicht sein. Nach Offenbarung 13 ist es das Ziel des Antichristen, Krieg mit den Heiligen zu führen. Er will nicht, dass die Christen das Mahlzeichen des Tieres annehmen, um Verfolgung zu vermeiden. Er will alle Christen tot sehen. Nun, ist das nicht traurig? Naja, lies einfach bis zum Ende. Ja, und dann sehen wir, wer am Ende gewinnen wird. Dies ist nur ein temporärer Rückschlag in Kapitel 13. Und es heißt weiter in Vers 7. Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen, mit den Heiligen sie zu überwinden. Und es wurde ihm Vollmacht gegenüber jedem Volksstamm und jeder Sprache und jeder Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Dieser Mann, der das Tier genannt wird, dieser Mann, der Macht über alle Nationen, alle Stämme und alle Sprachen hat, sein Ziel ist es, Krieg mit den Heiligen zu führen. Die Bibel sagt, alle Menschen auf der Erde ihn anbeten werden. Nein, so heißt es nicht. Alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens. Nun lass mich dir es fragen. Diejenigen, deren Namen im Buch des Lebens stehen, beten sie ihn an? Nein, du kannst nicht einfach in eine Apotheke gehen und dich das Zeichen des Tieres holen. Man geht nicht einfach zum Postamt und fragt, kann ich meinen Chip bekommen, damit ich etwas kaufen kann. Nein, die Bibel ist eindeutig. Man muss den Antichristen anbeten, um diesen Chip zu erhalten. Und schon von vielen Jahrzehnten gab es Lügendetektoren. Jetzt entwickeln sie Technologien, die das Gehirn scannen. Ich glaube, dass man, um das Mahlzeichen des Tieres zu erhalten, den Antichristen anbeten und ihm Treue schwören muss, damit er weiß, ob man die Wahrheit sagt. Es heißt weiter in Vers 16, und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen geben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit, wer das Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Tieres. Denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666.
Dies ist eines der Mittel, die Satan einsetzt, um die Gläubigen zu verfolgen. Das Malzeichen des Tieres ist ein Mittel, das er einsetzt, um Krieg mit den Heiligen zu führen. Denn wenn man nicht kaufen oder verkaufen kann, ist es ziemlich schwer, in der heutigen Welt zurechtzukommen. Oder in jeder Welt. Er hat nicht nur ein Gesetz erlassen, das besagt, dass man getötet wird, wenn man den Antichristen nicht anbetet. Und das ist eine Verfolgung, genau das. Als Krieg gegen die Heiligen. Also, er macht es auch unmöglich, für den Heiligen zu kaufen oder verkaufen. Weil sie das Malzeichen des Tieres nicht haben und das wird nur denen gegeben, die das Tier anbeten. Also diejenigen, die gerettet sind, die Heiligen, die werden das Tier nicht anbeten, die Bibel sagt klar. In Matthäus 24. Sie können nicht etwas kaufen oder verkaufen. Und es wird ein Todesurteil gegen sie ausgestellt. Stell dir vor, du wärst jetzt in einer Welt. Ich habe nicht gesagt eine Nation, nicht in einem Land. Ich habe gesagt in einer Welt, in der du nicht kaufen oder verkaufen kannst und in der ein Haftbefehl auf dich ausgestellt ist, um dich zu töten. Kannst du dir vorstellen, wie schwierig es wäre, in einer solchen Welt zu überleben? Und nicht nur das, was ist mit all den Überwachungskameras, die eingeführt werden? Was mit denen, die Nummernschilder lesen? Was ist mit den Nacktscannern? Was ist mit dem Vorzeigen des Personalausweises an Kontrollstellen? Ausweis zeigen, meinen Zug zu besteigen. Ausweis zeigen, mein Flugzeug zu besteigen. Und weißt du was, schon bald wirst du etwas anderes zeigen müssen. Okay, zeig mir deine rechte Hand. Sie können losgehen, einen schönen Tag noch. Das ist gar nicht so weit hergeholt. Als die Leute das vor ein paar hundert Jahren gelesen haben, haben sie es vielleicht nicht so gesehen wie wir. Wenn wir das lesen, hat es ein wenig Fleisch angesetzt, oder? Deshalb denke ich, dass es vielleicht nicht mehr weit ist. Kann ich dir sagen. Christen heute sind gar nicht bereit dafür. Überhaupt nicht. Weißt du, was du machen sollst? Du musst dich geistlich vorbereiten. Und bereit sein. Und nicht, oh, was passiert? Oh. Du musst bereit sein. Vorbereitung ist wichtig, deshalb warnt Gott uns und warnt uns und warnt uns und warnt uns. Deshalb hat Paulus sogar die Menschen seiner Zeit gewarnt. Natürlich leben sie nicht in den Tagen der großen Trübsal, aber sie gingen durch ihre eigene Trübsal wie jeder Gläubige. Er sagte, wir haben euch gewarnt. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen. Und so müssen wir gewarnt werden. Und verstehen, dass dies kommen wird. Damit wir damit umgehen können. Die Christen werden heute nicht vor den Ereignissen gewarnt, die sie in der großen Trübsal erleben werden. Stattdessen lehren die Pastoren, dass die Entrückung stattfinden wird, bevor der Antichrist seinen Krieg gegen die Heiligen führt. Und dass die Entrückung das allererste Ereignis auf Gottes prophetischer Zeitachse sein wird. Sie lehren, dass Jesus jederzeit in den Wolken wiederkommen kann und dass es keine Anzeichen für sein Kommen geben wird. Die Bibel lehrt jedoch, dass das Kommen Christi nicht unmittelbar bevorsteht und dass es andere Ereignisse gibt, die zuerst stattfinden müssen. All die Vorentrücker, Roger Libby und wie sie alle heißen, all die Dispies, sie machen sich für Jesus bereit. Jesus kann jederzeit wiederkommen. Jesus kommt, jederzeit. Sie sind darauf festgenagelt. Aber wer wird kommen? Es wird zuerst der Antichrist kommen. Und all die falschen Christen, das sind die meisten, die sich als Christen bezeichnen, das sind leider falsche Christen, sie sind nicht gerettet, sie werden den Antichristen annehmen, weil zuerst der Antichrist kommt. Versteht ihr, was das für eine gefährliche Lehre ist, die Vorentrückung? Wie wichtig das ist, den richtigen Zeitpunkt der Entrückung zu lehren? Es wird erst der Antichrist kommen, dann kommt Jesus. Deswegen ist der Zeitpunkt der Entrückung so wichtig. Ich habe die Leute oft gefragt, wenn sie mir sagen, Jesus könne jeden Moment kommen. Und ich frage sie, wo steht es in der Bibel? Und sie antworten mir unweigerlich. Naja, die Bibel sagt jeden Tag aber und die Stunde weiß niemand. Die Bibel sagt in Matthäus 24, 36, jeden Tag aber und die Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Sie zitieren diesen Vers und sagen, guck mal, niemand kennt den Tag oder die Stunde, deswegen kann es jeden Moment passieren. Aber guck mal, es sagt hier jeden Tag. Also die Frage ist, welcher Tag? Es ist der Tag, über den er gerade gesprochen hat. Und er sagt ganz klar in Vers 29, dass dieser Tag nach der Trübsal kommt. Er sagt sogleich aber nach der Trübsal, beschreibt er die Ereignisse, die eintreten werden. Und dann sagt er, und jeden Tag aber und die Stunde weiß niemand. Also der Tag oder die Stunde kennen wir nicht. Aber eines wissen wir, es ist nach der Trübsal. Leute, die an die Vorentrückungslehre glauben, machen diese Gedankenspiele. Und dann versucht ihnen zu zeigen, die Bibel sagt sogleich aber nach der Trübsal. Und das ist nicht die Entrückung.
Das ist nicht die Entrückung. Woher weißt du das? Weil es nach der Trübsal ist. Die Entrückung geschieht vor der Trübsal. Und wenn wir fragen, wo steht in der Bibel, dass die Entrückung jeden Moment stattfinden kann? Genau hier, Vers 36. Du hast gerade gesagt, das ist nicht die Entrückung. Also wenn es heißt nach der Trübsal, geht es in Matthäus 24 nicht um die Entrückung. Aber wenn es heißt um jeden Tag aber und die Stunde weiß niemand, dann geht es in Matthäus 24 plötzlich wieder um die Entrückung. Halt die Klappe und tut, was man dir sagt. Halt die Klappe und glaube an die Vorentrückungslehre, weil ich es sage. Stell keine Fragen. Halt die Klappe und glaube es einfach. Das ist die Vorentrückungslehre. Ich meine, das ist wahr. Sie haben nichts. Ich habe eine Bibelstelle nach der anderen und sie haben eine ganze Menge nichts. Zumindest andere Irrlehren stützen sich auf irgendeinen Bibelvers, den sie verdrehen. Die Leute nehmen einen Bibelvers, reißen ihn aus dem Zusammenhang. Die Vorentrückungslehre verdreht nicht einmal einen Vers. Also sie haben gar nichts. Es gibt keinen Vers, der etwas darüber aussagt, dass die Entrückung vor der Trübsal stattfindet. Es ist eine Lehre, die in keiner Weise auf der Bibel basiert. Sie basiert auf Tradition. Sie basiert auf einem Buch oder einer Tabelle, die jemand gelesen hat. Sie basiert nicht auf der Bibel, sie stammt nicht aus der Bibel. Es hat seinen Ursprung nicht in der Bibel. Ich stelle fest, dass die Leute in den Kirchenbänken, wenn ich ihnen das erkläre, keine Probleme haben, dies zu verstehen. Es sind die Leute hinter dem Pult, die sich nicht mit dieser Lehre auseinandersetzen wollen, weil die Vorentrückungslehre so beliebt ist. Wenn man beliebt sein will, wird man die Vorentrückungslehre predigen. Wenn du predigst, dass die Entrückung nach der Trübsal kommt, wirst du geächtet werden, wirst du angeschwärzt werden, du wirst aus der Gemeinde ausgeschlossen werden, weil sie sich nicht auf diese Lehre einlassen wollen. Denn es gibt heute diejenigen, die dafür sorgen wollen, dass niemand die Wahrheit über diese Lehre mitbekommt. Das ist wahr. Und die Art und Weise, wie sie diese Lehre im Dunkeln halten, ist durch Angst und Einschüchterung. Ich rede auch mit anderen Pastoren und ich zeige ihnen die Wahrheit und sie stimmen zu. Aber sie stellen sich nicht hinter ihr Pult und predigen diese Lehre, weil sie Angst haben, dass sich alle ihre Pastorenfreunde gegen sie wenden. Sie werden keine Auftritte haben. Sie werden nicht in der Lage sein, in diesen Kirchen zu predigen, weil du musst an der Vorentrückungslehre glauben. Wenn nicht, dann bist du nicht im Team. Und oft wollen sie es nicht akzeptieren, weil sie nicht zugeben wollen, dass sie es all die Jahre falsch gepredigt haben. Und sie wollen nicht zugeben. Sie wollen nicht zugeben, dass ihre Bibelschule sie falsch gelehrt hat. Und weißt du was? Jeder macht Fehler, wir alle wachsen, wir alle lernen neue Dinge. Wenn man sich in eine Sache irrt, muss man korrigiert werden. Und die Bibel sagt in Galater 1,10, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Diese Prediger müssen sich entscheiden, ob es wichtiger ist, den Menschen zu gefallen, indem sie das predigen, was beliebt ist, nämlich die Vorentrückungslehre, weil das alle hören wollen, weil sie den Film mögen, das Videospiel, das Brettspiel und die DVD haben, oder ob sie sich an das halten, was die Bibel tatsächlich sagt, und aufstehen und predigen, dass die Entrückung nach der Trübsal kommt. Das ist ein perfektes Beispiel dafür, dass die Leute das, was Menschen sagen, über das stellen, was Gott sagt. Es ist ein perfektes Beispiel dafür, dass man die Bibel nicht zu seiner letzten Autorität macht und sich an die Tradition hält, an das, was man gelehrt bekommen hat, an das, was die Leute und Prediger sagen, anstatt sich an das zu halten, was die Bibel sagt. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 1. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen. Weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief. Und was diese Leute geschrieben haben in dem Brief, oder hier geht es einfach allgemein darum, hey, lasst euch nicht verwirren, nicht in eurem Verständnis erschüttern, in Schrecken jagen durch irgendwas. Ist egal was, ob das ein Geist ist, ein Wort, ein Brief. Ja, jemand, der behaupten würde, dass der Tag des Christus, das heißt Jesu Wiederkunft, die Entrückung, dass die nah sei, dass die kurz vor der Türe stehe. Das, was die Bibel sagt. Wir sollen uns nicht erschüttern lassen, nicht in Schrecken jagen lassen. Oh, die Entrückung könnte jederzeit geschehen. Jesus ist nah. Die Entrückung kann jederzeit geschehen. Was sagt die Bibel über solche Leute? Wie werden sie bezeichnet? Die behaupten, dass der Tag des Christus nah sei, dass die Entrückung nah sei, dass die Wiederkunft Jesu nah sei. Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen. Wer ist das? Roger Libby. Roger Libby ist ein Verführer. Er behauptet, dass die Entrückung jederzeit geschehen könnte. Jesus ist nah.
Aber Moment mal, wir sollen uns nicht in unserem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen lassen. Der Antichrist wird offenbart werden. Der Antichrist wird im Tempel Gottes sitzen und sich selbst als Gott bezeichnen. Der Antichrist wird an der Macht sein, bevor die Entrückung stattfindet. Aber wenn wir Lukas 17 lesen, Lukas 17 kommt chronologisch vor Matthäus 24. Denn Matthäus 24 ist eine Parallelstelle zu Lukas 21. In Lukas 17 lesen wir von der ersten aufgezeichneten Begebenheit, in der Jesus seine Jünger überdies lehrt. Die Bibel sagt, und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Nun, viele Leute werden das so auffassen und sagen, dass dies bedeutet, dass die Menschen genauso böse sein werden. Das heißt, ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. So wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Und sagen, ja, es wird genauso böse sein wie in Sodom und Gomorra. Und sie werden auf alle die Dinge hinweisen, die in unserer Gesellschaft vor sich gehen, die das widerspiegeln. Sie werden sagen, dass es genauso böse war wie in Sodom und Gomorra. Genauso böse sein wie dir zu Noahs Zeiten. Aber das ist nicht der Vergleich, den Jesus anstellt. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und verzilgte alle. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Ich möchte hier vor allem auf Lot eingehen. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu Vers 28. Dann heißt es in Vers 29, an dem Tag aber. Das heißt, genauso ja, wie der Tag des Herrn, ein großes Ereignis ist ein Tag, so war es auch eben zu Zeiten Lots. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und verzilgte alle. Genauso wird es auch sein an dem Tag, da eben Jesus wiederkommt. Also du musst dir vorstellen, Lot wurde aus Sodom gerettet und als Lot quasi im sicheren Hafen angekommen ist, und das war nicht einfach, als er aus Sodom rausgegangen ist, sondern als er nach Zoar gegangen ist. Du musst die Geschichte nachlesen, denn es wurde nicht nur Sodom zerstört, sondern auch ihre umliegenden Städte in gleicher Weise wie diese, sagt die Bibel. Als Lot nach Zoar gekommen ist, sobald er nach Zoar gekommen ist, im selben Moment, zack, begann der Zorn Gottes über Sodom, hat Gott Feuer und Schwefel über Sodom regnen lassen. Genauso wird es sein, wenn Jesus wiederkommt am Tag des Herrn. Dieses Left-Behind-Modell, bei dem alle verschwinden und alle fragen, wo sind sie alle? Das ist nicht, was die Leute sagen werden, denn die Bibel sagt, dass am selben Tag, an dem wir entrückt werden, wird Gott seinen Zorn ausgießen. Gott wird Feuer und Schwefel auf die Erde regnen lassen. Die Menschen werden wissen, dass etwas passiert. Die Menschen werden in Deckung gehen. Sie werden die Felsen bitten, auf sie zu fallen und verbergen, weil das Feuer, der Schwefel, der Zorn kommen wird. Am selben Tag, an dem wir entrückt werden, ist derselbe Tag, an dem Gott seinen Zorn ausgießen wird. Deshalb, wenn Sonne und Mond sich verfinstern, sagt die Bibel, dass der große Tag seines Zorns gekommen ist. Und wer kann bestehen? Denn am selben Tag, eine halbe Stunde später, wird Gott Feuer und Schwefel regnen. Also in Kapitel 6 der Offenbarung werden Sonne und Mond verfinstert. In Kapitel 7 erscheint die große Menge der Gläubigen am Himmel. In Kapitel 8 beginnt er seinen Zorn auszugießen. Es ist genau das, was die Bibel in Matthäus 24 lehrt. Sonne und Mond verfinstert, dann die Entrückung. So einfach. Als Kind wurde mir immer beigebracht, dass die Entrückung so aussieht, dass man eines Tages einfach plötzlich verschwindet wird. Aber es ist so viel mehr. Denn die Bibel sagt, dass jedes Auge ihn sehen wird. Wir werden die Sonne und den Mond verfinstert sehen. In Lukas 21 heißt es, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und hebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Nun stell dir vor, wie es sein wird, wenn die Sonne und der Mond sich verfinstert und die Sterne fallen. Und wir aufschauen und wissen, dass es jetzt passiert. Es ist hier. Und dann in diesem Moment der Finsternis kommt Jesus in den Wolken und erleuchtet den ganzen Himmel. Die Bibel sagt, er wird den Himmel erhellen, wie ein Blitz, der von einem Ende des Himmels zum anderen leuchtet. Und wir werden aufschauen und Jesus in den Wolken kommen sehen. Wir werden wissen, dass wir jeden Augenblick entrückt werden, um bei ihm zu sein. Ich hoffe, dass ich diesen Tag noch erleben werde. Ich weiß nicht, ob das zu unseren Lebzeiten geschehen wird. Mann, ich hoffe, dass es in meinem Leben geschieht. Ich hoffe, dass ich diese Verfolgung und Bedrängnis ertragen kann. Und wie großartig es wäre, an diesem Tag zu leben, wenn Jesus Christus in den Wolken kommt. Es ist so viel größer, als man uns glauben machen will. Die Ungläubigen wird es zu Tode erschrecken.
Die Bibel sagt, wenn sie ihn in den Wolken kommen sehen, werden sie trauern und weinen und zu Tode erschrocken. Aber wir, die wir auf seine Scheinen warten, werden aufgeregt sein, begeistert sein. Und es wird ein unglaubliches Gefühl sein, zu wissen, dass es so weit ist. Aber weißt du, ich will die Einstellung besonders in der großen Trübsal haben, falls ich die hoffentlich miterleben werde. Und ich weiß, das sind große Worte. Aber weißt du was, ich will einfach die Chance nutzen. Ich will Gott dienen. Ich will die Einstellung in der Trübsal haben, Herr, ich predige so viel, ich gehe so viel Seelen gewinnen, ich mache so viel für dich, du kannst mich nicht umgebracht werden lassen. Du musst mich beschützen. Du musst ja, sicherstellen, dass ich am Leben bleibe, bis du mich entrücken wirst, weil ich so viel für dich tue. Und ich bin zu 100% überzeugt davon, dass das die richtige Einstellung ist. Denn wir sehen das in der Bibel, dass große Männer, wie zum Beispiel auch Nehemia, Gott vorgehalten hat, Herr, habe ich nicht das alles getan? Herr, rechne mir das an so ungefähr. Ich will so viel tun für den Herrn, dass er mich gar nicht umgebracht werden lassen kann. Weil ansonsten einfach zu wenig Menschen erreicht würden mit dem Evangelium, mit richtiger Lehre. Der Grund für dieses Film ist nicht, um Lehrmeinungen zu spalten oder jemanden zu korrigieren, der eine etwas andere Auffassung von biblischer Prophetie hat als wir. Das ist nicht der Punkt. Diese Ereignisse werden wirklich in dieser Welt stattfinden. Die Bibel sagt, dass es eine Einweltregierung geben wird. Es wird eine Einweltreligion geben. Es wird eine Einweltwährung geben. Es ist keine Verschwörungstheorie, die man einfach abtun kann. Diese Ereignisse werden stattfinden. Die Menschen werden massenhaft umgebracht werden. Es wird Hungersnöte geben, Katastrophen geben, es wird Verfolgungen geben. Es wird anders sein als alles, was diese Welt je erlebt hat. Und die Christen sind darauf überhaupt nicht vorbereitet. Denn sie haben an dieses Märchen von der Vorentrückungslehre geglaubt. Ich glaube an die Entrückung, es ist eine biblische Lehre. Aber die Entrückung kommt nach der Trübsal. Weißt du, was Christen in der Endzeit durch die Vorentrückungslehre nicht tun werden? Was sie nicht tun werden, sie werden nicht Seelen gewinnen gehen, sie werden nicht Gott dienen, sie werden nicht das Werk des Herrn tun. Und der Teufel wird massenweise mehr Menschen mit sich in die Hölle reißen können durch die Lehre der Vorentrückung. Weil nämlich Christen versagen werden. Warum werden sie versagen? Weil der Teufel durch die Lehre der Vorentrückung sie in Angst und Schrecken versetzen wird und sie dadurch nutzlos macht. Und ich möchte endlich dies sagen. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Wenn du aufgefordert wirst, das Mahlzeichen des Tieres zu nehmen, in deine rechte Hand oder in deine Stirn, dann wirst du dich erinnern. Vielleicht geschieht es zu unseren Lebzeiten. Wenn ja, dann wirst du an diese Predigt erinnern. Jesus hat es gesagt und ich sage es auch. Soll uns das Angst machen? Nein. Die Bibel sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Soll uns das Angst machen? Er sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ist alles gut, macht keine Sorge. Sag nicht bitte, oh Mann, wirklich? Enthauptungen? Gefängnis? Hungersnot? Katastrophen ernsthaft? Nein, seid getrost. Er hat die Welt überwunden. Vielleicht wird es zu unseren Lebzeiten geschehen, vielleicht nicht. Aber wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und ich schließe mit Hosea Kapitel 4, Vers 6. Hosea Kapitel 4, Vers 6. Mein Volk, Christen, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. So dunkel die Welt. Sünde viel und Böses gedeiht, doch kommt es nicht ans Ziel. Die Trübsal kommt erst, dann mit lautem Ton wird er uns entrücken, noch vor seinem Zorn. Der Herr mit 10.000 Heiligen erscheint, die Welt errichtet in Gerechtigkeit. Wenn auch durch Trübsal müssen wir gehen, doch trennt uns nichts von der
Liebe des Herrn. Wenn ihr seht die Wehen, seid nicht verzagt. All das muss erfüllt werden vor jenen Tag. Den Sohn des Verderbens müssen wir sehen. Wenn Sonn und Mond finstern, dann werden wir gehen. Der Herr mit 10.000 Heiligen erscheint. Die Welt errichtet in Gerechtigkeit. Wenn auch durch Trübsal müssen wir gehen, doch trennt uns nicht von der Liebe des Herrn. Vertraut auf den Herrn und fasst neuen Mut. Die Prüfungen reinigen uns durch die Glut. Wenn die sich erfüllt, erhebt euer Haupt. In nur einem Blinzeln trägt er uns hinauf. Der Herr mit 10.000 Heiligen erscheint, die Welt errichtet in Gerechtigkeit. Wenn auch durch Trübsal müssen wir gehen, doch trennt uns nichts von der Liebe des Herrn. Viele Menschen meinen, sie seien ziemlich gut und würden in den Himmel kommen, weil sie gute Werke tun, zur Kirche gehen, die 10 Gebote halten. Aber die Bibel sagt in Römer Kapitel 3, Vers 10, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Das heißt, ich bin nicht gerecht, du bist nicht gerecht. Wir sind alle Sünder. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 3, Vers 23, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Also Gott ist herrlich und wir reichen nicht heran an Gottes Herrlichkeit. Wir haben alle gegen Gott gesündigt, wir haben alle mindestens schon mal gelogen. Und weil Gott gerecht ist, wird es eine Konsequenz, eine Strafe für Sünde geben. Und die Bibel sagt in Römer Kapitel 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Also der Lohn, was wir uns verdient haben für die Sünde, ist der Tod. Natürlich sterben wir alle irgendwann einmal, aber worum es hier eigentlich geht, ist die Hölle. Und als Menschen vergleichen wir uns gerne und denken, ich bin nicht so schlecht wie der andere oder ich bin nicht Hitler, ich bin nicht Stalin, ich habe nicht die Hölle verdient. Aber wenn wir uns mit Gott vergleichen, dann stehen wir alle sehr schlecht da. Die Bibel sagt in Offenbarung Kapitel 21, Vers 8, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Also die Bibel spricht von einem zweiten Tod. Das ist der See, der von Feuer und Schwefel brennt, was wir als Hölle bezeichnen. Die Hölle ist ein Ort der Qual, der ewigen Strafe. Und man kommt eben nicht raus aus der Hölle. Sie ist ewig. Und was die Bibel uns damit sagen möchte, ist, dass jeder Mensch die Hölle verdient hat, weil wir alle schon mal mindestens gelogen haben. Wir haben alle gegen Gott gesündigt. Natürlich ist nicht jeder von uns ein Mörder, aber jeder von uns ist mindestens ein Lügner. Das ist natürlich eine sehr schlechte Nachricht, dass wir alle die Hölle verdient haben. Aber es gibt eine gute Nachricht. Gott möchte nicht, dass du zur Hölle fährst. Er möchte, dass du in den Himmel kommst. Er möchte dir ewiges Leben schenken. Und die Bibel sagt in Römer Kapitel 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes, also das Geschenk Gottes, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Gott möchte dir ewiges Leben schenken, möchte dir schenken, dass du in den Himmel kommst. Und dieses Geschenk ist in Christus Jesus. Und mit einem Geschenk ist es so, du kannst dafür nichts bezahlen, nicht wahr? Wenn ich dir zum Geburtstag angenommen eine Bibel schenke und sage, jetzt will ich einen Euro dafür haben, dann ist es kein Geschenk mehr. Oder wenn ich sage, ich will, dass du dafür mein Auto reparierst. Dann ist es kein Geschenk mehr. So ist es auch mit dem ewigen Leben. Die Bibel sagt in Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 9, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also nochmals, das ewige Leben ist Gottes Gabe. Es ist Gottes Geschenk. Und die Bibel sagt, nicht aus Werken. Denn viele Leute denken, sie müssen irgendwas Gutes tun, um in den Himmel zu kommen. Irgendwie gute Werke tun. Aber die Bibel sagt das Gegenteil, nicht aus Werken. Ewiges Leben in den Himmel zu kommen, ist ein Geschenk.
Jetzt stellt sich die Frage, wer hat dafür bezahlt? Irgendjemand muss dafür bezahlen. Du bezahlst nicht dafür, für dich ist es ein Geschenk. Aber wer hat dann dafür bezahlt? Die Bibel sagt im bekanntesten Vers, Johannes Kapitel 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Also Gott hat seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus gesandt auf diese Erde. Und wie die Bibel da schon sagt, Jesus ist Gottes Sohn. Aber er ist nicht nur Gottes Sohn, sondern auch Gott selbst. Du hast bestimmt schon mal gehört vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und die Bibel sagt, und diese drei sind eins. Also es sind drei Personen, die ein Gott sind. Und die Bibel sagt, dass Gott im Fleisch geoffenbart wurde. Also Jesus Christus ist Gottes Sohn und Gott selbst. Und er kam hier in fleischlicher, in menschlicher Gestalt auf diese Erde. Hat ein perfektes Leben gelebt. Er hat also das geschafft als Mensch, was wir nicht schaffen können. Er hat nie gesündigt. In seinem Mund wurde kein Betrug gefunden, sagt die Bibel. Er hat Gutes getan, hat Kranke geheilt, hat Blinde sehend gemacht, hat viele Wunder getan, hat die Wahrheit gesagt und das Evangelium verkündigt. Und wenn Menschen die Wahrheit sagen, dann werden sie manchmal dafür gehasst. Und so war es auch mit Jesus. Sie haben ihn gehasst und ans Kreuz genagelt. Und die Bibel sagt, als er da an dem Kreuz hing, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Also als Jesus da an dem Kreuz hing, war es so, als hätte er meine Sünden begangen, deine Sünden begangen, die Sünden der ganzen Welt. Also Jesus wurde an unserer Stelle bestraft, nicht für das, was er getan hatte, denn er hat nichts getan, sondern für das, was wir getan haben. Er wurde für unsere Sünden bestraft. Das heißt, Gott selbst hat dafür bezahlt, dass du in den Himmel kommen kannst. Und er war 3 Tage und 3 Nächte lang in der Hölle, sagt die Bibel, und am 3. Tag ist er von den Toten auferstanden. Und die Bibel sagt, dass der Tod ihn nicht halten konnte. Er hat den Tod besiegt und kann dir dadurch ewiges Leben schenken. Und achte darauf, in Johannes Kapitel 3, Vers 16 heißt es, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also nicht jeder, der zur Kirche geht, nicht jeder, der sich taufen lässt, nicht jeder, der sich von seinen Sünden abwendet, ein besseres Leben lebt, sondern jeder, der an ihn glaubt, hat ewiges Leben, kommt nicht in die Hölle. Und die Bibel sagt auch in Apostelgeschichte 16, Vers 30, das ist meiner Meinung nach die wichtigste Frage in der Bibel, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Siehst du, in den Himmel zu kommen, ist sehr einfach. Du musst einfach nur glauben an Jesus. Das ist alles. Das ist die einzige Voraussetzung. Wenn es sonst noch eine Voraussetzung gäbe, irgendwie zur Kirche gehen, die 10 Gebote halten oder so, dann wäre es kein Geschenk mehr. Und dann würdest du das nicht zu 100% schaffen. Also glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und was bedeutet Glaube? Glaube bedeutet Vertrauen. Wenn ich sage, ich gebe dir jetzt die und die Aufgabe, ich glaube an dich, dann sage ich damit, dass ich dir vertraue. Du musst zu 100% Jesus vertrauen. Nicht irgendwie zu 10% auf dich und zu 90% auf Jesus, sondern zu 100% auf Jesus. Denn das Ding ist, wenn ich zu 10% auf mich vertraue, dann vertraue ich zu 10% auf einen Lügner. Ich kann mir selbst nicht vertrauen. Sondern wir müssen Jesus vertrauen, um in den Himmel zu kommen. Und die Bibel sagt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wie lange dauert ewig? Ewig bedeutet ohne Ende. Das heißt, wenn Jesus dir einmal ewiges Leben schenkt und du dann später in deinem Leben eine schlimme Sünde begehst, irgendwie eine Bank überfällst oder noch schlimmer, einen Mord begehst, einfach nur als Extrembeispiel. Wenn Jesus dir das ewige Leben wieder wegnehmen würde, dann war es von vornherein nicht ewig und dann hätte Gott gelogen. Aber die Bibel sagt in Titus Kapitel 1, Vers 2, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Gott kann nicht lügen, er kann sein Versprechen nicht brechen, er kann dir das ewige Leben nicht wieder wegnehmen. Das heißt, wenn du einmal gerettet bist, wenn du einmal Gottes Kind bist, dann bist du für immer gerettet. Es ist wie mit einem Vater und seinem Sohn. Der Sohn kann zwar das schwarze Schaf in der Familie sein, sich streiten mit dem Vater, vielleicht sogar sagen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, aber er wird trotzdem der Sohn seines Vaters bleiben. Genauso wirst auch du, wenn du einmal gerettet bist, immer Gottes Kind bleiben. Du kannst nicht verloren gehen, du wirst niemals in die Hölle kommen, wenn du einmal geglaubt hast an Jesus, ewiges Leben hast. Einmal gerettet ist immer gerettet. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 10, Vers 10, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Also du musst mit deinem Herzen glauben, auf Jesus vertrauen, dass er für dich gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist. Und mit dem Mund bekennen, sagt die Bibel. Also einfach Jesus deinen Glauben bekennen. Herr Jesus, ich glaube an dich, bitte schenk mir ewiges Leben. Und wenn du glaubst, dass du ein Sünder bist
dass du die Hölle dafür verdient hast. Und wenn du das auch Gott so bekennen kannst. Und wenn du glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, dass er begraben wurde und auferstanden ist als Bezahlung für deine Sünde. Und wenn du glaubst, dass du nichts anderes tun musst, als an Jesus zu glauben, um in den Himmel zu kommen. Und wenn du glaubst, dass das ewige Leben ewig ist, dass du es nie wieder verlieren kannst, dann lass mich dir helfen, ein Gebet zu formulieren. Und es geht dabei nicht um eine bestimmte Formel, es geht nicht um die exakten Worte, sondern es geht darum, dass du deinen Glauben Jesus bekennst, dass du das in deinem Herzen zu Gott betest. Lass uns beten. Herr Jesus, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Und ich weiß, dass ich die Hölle verdient habe. Aber ich glaube an dich, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Bitte schenk mir jetzt ewiges Leben und nimm mich in den Himmel auf, wenn ich sterbe. Ich vertraue allein auf dich, Jesus, und nicht auf mich. Danke. Amen.